Herzlich willkommen bei Munzinger Online. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie als Kunde Ihrer öffentlichen Bibliothek die mobile Version von Munzinger Online nutzen können. Munzinger Online ist eine Plattform für zuverlässige und zitierfähige Online-Quellen. Auf Munzinger Online finden Sie Biografien und Länderinformationen, Lexika und Wörterbücher, Pressedatenbanken und mehr. Wenn Ihre Bibliothek eine oder mehrere dieser Online-Datenbanken abonniert hat, können Sie diese als Bibliothekskunde mit einem gültigen Bibliotheksausweis nutzen. Am PC in der Bibliothek, zu Hause oder unterwegs auf Ihrem Tablet oder Smartphone. Wenn Sie mit einem Tablet oder Smartphone direkt auf www.munzinger.de gehen oder zum Beispiel von einem Link aus dem Bibliothekskatalog kommen, können Sie sich entscheiden, wie Sie Munzinger Online nutzen möchten. Wenn Sie die für Tablets und Smartphones optimierte Version von Munzinger Online nutzen möchten, tippen Sie auf den rechten Button Ja zur mobilen Version. Auf der Startseite können Sie sich entweder zuerst anmelden oder gleich mit der Suche beginnen. Sie können einen der vorgeschlagenen Suchbegriffe auswählen oder mit Tippen auf die Lupe Ihre Suche starten. Sie können dazu auch den Öffnen-Button Ihrer Tastatur verwenden. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, werden Sie jetzt zur Anmeldung aufgefordert. Tippen Sie auf Login, um zur Anmeldung zu gelangen. Wählen Sie dort den Login mit Bibliotheksausweis. Tippen Sie den Namen oder den Ort Ihrer Bibliothek in das Suchfeld. Wählen Sie aus der Vorschlagsliste Ihre Bibliothek aus. Geben Sie nun die Nummer Ihres Bibliotheksausweises ein, sowie das Passwort, mit dem Sie sich auch bei Ihrer Bibliothek anmelden. Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint eine Trefferliste. Sie können entweder einen angezeigten Treffer auswählen, die Treffer aus anderen Datenbanken anzeigen lassen oder alle Treffer aus allen Datenbanken anzeigen lassen. Wenn Sie auf einen Treffer tippen, hier im Beispiel auf die Biografie von Michelle Obama, dann wird der entsprechende Text angezeigt. Die Schriftgröße können Sie vergrößern oder verkleinern. Um den Text oder einzelne Abschnitte zu lesen, tippen Sie einfach auf die Überschrift. Nochmaliges Tippen schließt den Textabschnitt wieder. Am Ende jedes Textes finden Sie eine Quellenangabe, die Sie verwenden können, wenn Sie aus diesem Text zitieren wollen. Um eine neue Suche zu starten, tippen Sie einfach auf das Munzinger-Logo. Sie sind nun wieder auf der Startseite mit dem Munzinger-Suchfeld. Hier können Sie die nächste Suche über alle Datenbanken starten. Falls Sie gezielt in einer einzelnen Datenbank suchen möchten, nutzen Sie die Navigation links, die Sie mit Tippen auf das Menüsymbol öffnen können. Sie sehen nun alle Datenbanken, die Ihre Bibliothek abonniert hat. Wenn Sie die gewünschte Datenbank auswählen, öffnet sich eine Suchmaske. Geben Sie hier Ihre Suche ein, zum Beispiel in der Datenbank Länder im Feld Land, Region, Sachbereich. Sie erhalten eine Trefferliste, aus der Sie nun gezielt auswählen können. Beispielsweise den Gesamtartikel zur Schweiz. Sie können die einzelnen Textabschnitte lesen, indem Sie einfach darauf tippen, wie im vorherigen Beispiel. Falls Sie Ihre Anmeldung für Ihren nächsten Besuch auf Munzinger Online speichern wollen, tippen Sie oben rechts auf den Profil-Button. Tippen Sie dann auf Angemeldet bleiben. Noch Fragen? Schreiben Sie uns eine Mail an box@munzinger.de. Munzinger. Wissen, das zählt.